Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Elite Dangerous 2.3 mit Sebastian. Hi und dem Robin. Hi, hi. Ja, ich sitze da hinten. Seht ihr es? Da, da. Jo, alles klar. Kamera aus. Ja, während Sebastian sich darum kümmert, eine schöne Mission für uns zu finden, gucke ich mir hier die, Ach so, das ist einfach nur so, hier, ich kann so einen Fighter halt einfach starten. Okay. Ja, gut. Ja, wir wollten Kopfgeld jagen, ne? Du wolltest schießen, hast du gesagt. Ach so, ich muss das erst aktivieren. Guck mal, ich war die ganze Zeit im Idle-Mode und ich war gar nicht Gunner. So, und wenn ich jetzt hier Enter Roll sage, dann steht hier links von mir Gunner. Jetzt bin ich Gunner. Alles klar, Delta Squad hat nur Handelsmissionen. Ja, aber da wird man ja auch hin und wieder angegriffen. Soll ich die beiden mal machen? Ja, kannst du, aber mach Missionen für Delta Squad, ne? Ja, ja. Mach mal, ja, nimm mal was an. Hast du Passagierkabinen? Nein. Okay. Weil es gibt hier relativ hoch bezahlte Passagiermissionen, also über 1 Million pro 12 Passagiere. Ja, aber die Datensammeln haben die meisten hier, die ich sehe. Ja, dafür musst du ja ins Passagiermenü gehen, um das zu sehen, ne? Ja, die davor steht ja, 18 Entwicklungshelfer wollen nach. So, das sind 950.000. Da, okay, was wollen die? 18 Geschäftsleute wollen nach 1,4 Mille. Oh, ich sehe gerade, Passagiermissionen werden wieder lukrativer. Ja, alle Missionen wurden lukrativer mit dem Update. Das gefällt mir. Also auch besonders in der Bubble. Ja, cool. Okay, alles klar. Ich wollte dir noch sagen, was wir für eine Bewaffnung haben. Ja. Was für eine Bewaffnung? Ach so, ja, stimmt. Ich wollte auch in die Module schauen. Schildzellen und so hast du keinen Einfluss drauf, ne? Doch, die gehen in meine Kontrolle über. Okay. Also ich als Gunner bin dafür verantwortlich, Utilities und Waffen zu bedienen. Okay. Also Utilities sind ja zum Beispiel auch die Schildzellenbank und die Kühlkörperwerfer und sowas. Gut, also wir haben... Multicannon hat da... Moment, warte mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Ausrüstungsdock fahre, kommst du dann mit? Ja, nee, klar. Ich kann ich ja nicht. In deinem Schiff. Multicrew nicht verfügbar. Ach so, in Multicrew nicht verfügbar. Okay, das ist ja was ganz Neues. Okay. Ich habe 2 Salvenlaser 1G. Ja. Das ist okay. Ja. Ah ja, da sind sie. Okay. Und eine... Multicannon-Turm 2F und Multicannon-Turm 1G, alles klar. Nice. Ja, da kann man doch Spaß mit haben. Ja, du vergisst die dicken Dinger. Ja, die steuerst du ja. Ich kann nur Türme steuern. Ach so. Ach so! Alles nach vorne gerichtete liegt auf deinem Trigger. Ich bin der, der die Geschütztürme übernimmt. Ah. Oh. Aber ja. Wann komme ich jetzt immer an mein Mikrofon dran? Ah, jetzt hat auch mein Symbol von dir gewechselt. Ja, weil ich jetzt die Gunner-Rolle angenommen habe. Robin? Yo. Ah, gut, du bist noch da. Du hast gerade, weil bei Gunner hat's aufgehört bei mir. Oh. Ich dachte, du hast jetzt einen Abgang gemacht. Nee, ich bin noch wach. Hallo? Hier ist Krieg. Ich hebe ab. Nicht halt mich am Boden. Also die... Nee, Asp, geh weg. Also ich würde sagen, der Asp ist schneller als du. Oh, Alter, du tickst voll auf. Nee. Oh, und oben auch nochmal dran. Ach, nee, komm. Nee. Scheiß auf die Lackierung. Das sind Gebrauchssprüche. Oha. Oh, cool, ich kann deine Hardpoints ausfahren. Oh, ich fahr die wieder ein. Ich fahr die wieder ein, okay.
cool. Alles cool, alles easy. Das ist der erste Kamerad, mit dem ich 5 Meter geflogen bin. Weißt du, direkt bin ich abgeschossen. Alter. So, Junge. No Fire Zone left, Kollege. Geht ab. So, wie steuere ich einen Geschützturm hier? Ausrüstung ausgefahren. Hallo, ich will knallern hier. Boom, boom. Zack, zack. Wo ist die Geschützturmsteuerung? Wie macht man das, hä? Steuere ich die Dinger schon? Ah, das ist jetzt die Außenkamera. Ja. Mit C. Ja, die kann man aber auch durchcyclen, normalerweise, wenn du Tasten dafür vergeben hast, ne? Ich guck grad mal, was ich so noch für Tasten hab. Du hast immer noch illegale Fracht? Was ist da los? Nein, hab ich nicht. Aber dann wird das bei mir falsch angezeigt. Ich transportiere Tee und Obst und Gemüse. Ja, illegal. Nein! Die müssen dahin. Okay. Nein, aber im Ernst jetzt, wie starte ich die Knarren? Ach, was ist immer noch ausgefallen, bleib stehen. Alles klar. Wie lange haben wir Zeit für die Mission? So, ich hab die wieder eingefahren. Nee, kannst du testen, ruhig. Ja, wenn ich denn wüsste, wie. Kannst du auch Waffen ausfahren und irgendwie schießen oder so? Jetzt werden die Waffen eingefahren, warte. Fahren wir die Waffen aus. So, jetzt schieße ich. Oh, und ich... Nee, du machst das. Das war ich jetzt beides. Ja, wie wechsel ich denn... Oh! Oh, warte. Ich glaube... Controls. Ich glaube, ich habe da eine Taste noch nicht vergeben. Und zwar Multi-Crew-Mode-Toggle. Zack. Mache ich jetzt einfach mal auf E. Aha. Oha. Oha, oha. Oh, liebe Freunde. Warum ist das denn alles invertiert? Jawohl. Badabam! Invertiert ist aber nicht geil. Oh, ich kann das doch mit der Maus steuern. Bad. Robin entdeckt Shooter für sich. Moorhuhn ist das jetzt gleich. Bam! Boah, Alter, hattest du nicht gesagt, ich kann die durchgängig feuern? Nix ja, kann ich. Wieso kannst du die durchgängig feuern? Oh, oh, doch. Oh, da geht was. Ja klar, siehst du? Oh, Freunde. Versucht er mich hier zu bescheißen, ey. Jawoll! Alter Vater! Das geht ja ab. Das geht ab. Das gefällt mir. Jetzt muss ich nur noch mal eben kurz hier... Ich hätte gerne natürlich auch auf den Maustasten hier Feuer, ne? Wenn ich das schon mit Maus steuern kann. Ja. Ich sag mal, ich würde mal sagen, ich gebe jetzt die beiden Missionen ab und dann suchen wir uns auch mal einen, den wir zerlegen können, oder? Ja, auf jeden Fall. Nice. So, inverted. Field of View Access brauchen wir nicht inverted. Wechselt sich denn da bei dir an die Kameraansicht, wenn du die Waffen ausgefahren hast? Ja, ich hab dann Außenansicht. Ah, cool. H für Außenansicht. Ich krieg so eine Art Fadenkreuz, ja, aber hier ist nichts zum Anvisieren, deswegen konnte ich das noch nicht ausprobieren. Warte mal. Ich mach jetzt noch mal Maus 1 auf Feuer und Maus 2 auf anderes Feuer. Noch mehr Feuer. Genau, noch mehr Feuer. Und dann sag ich mal Apply. Back to Game. So, hier werden Live-Einstellungen vorgenommen, meine Damen und Herren. So. Bam, bam, bam. Jawohl. Mit Fadenkreuz und mit Maus. Wie ist die Steuerung hier jetzt? Ja, das sieht doch gut aus, meine Damen und Herren. Das sieht doch hervorragend aus.
Ich kann auch schön um das Schiff. Also, wenn du rollst, dann bleibt meine Kamera halt stehen, ne? Rollen kann ich nicht. Aber ich kann halt die Geschütze alle gleichzeitig steuern. Das ist voll geil. Ich dachte, ich steige jetzt in ein so ein Geschütz ein, weißt du? Und steuere das. Aber ich kann tatsächlich alle Geschütze gleichzeitig steuern. Und der schaltet halt die ab, die nicht in die Richtung gucken können, weißt du? Ah, das ist cool. Also, wenn halt jetzt ich zum Beispiel von dir aus gesehen nach links gucke, dann wird dein rechtes Geschütz halt abgeschaltet, weil das kann da halt nicht treffen, ne? Aber die Gimbal-Kanone Strahlenlaser ist immer noch meine. Du kannst quasi nur die Türme übernehmen. Ja, genau, ich habe nur die Türme. Und ich habe halt so Sachen wie Schildzellenbank und so. Ja, nice. Dann würde ich mal sagen, fliegen wir los, oder? Ja, fliegen wir los. So. Oh, ich kann sogar in dieser Ansicht bleiben, während die Geschütze eingefahren sind. Oh, nee, kann ich doch nicht. Ja, jetzt springe ich gerade. Ja, dann wird's daran liegen. Jetzt wurde ich wieder zurück in meinen Sitz gedrückt. Ich habe auch gerade eine Incoming Critical Message gekriegt, dass wir die Fracht woanders gleich noch hinbringen müssen. Schade, ich habe mich eigentlich gefreut, die beide da abzugeben. Ja, kam die Message denn von denselben, also von den Auftraggebern oder von einer konkurrierenden Party? Direktor Fry. Sagt der hier, bla, ich habe ein besseres Angebot oder sagt der, ey, wir müssen woanders hin? Ich würde gerne diese Gelegenheit nutzen, aber dazu müssen Sie die Vorräte ins Tomani-System bringen. Nun, tun Sie uns den Gefallen, dann sorgen wir dafür, dass es sich für Sie lohnt, Kommandant. Ja, das machen wir. Was gibt's denn dafür extra? 75.000 nur. Ach ja, haben oder nicht, ne? Das wohl war. Fliegst du schon Super Cruise, ja, ne? Ja. Ich bin hier gerade kurz vor 40, 30 Lichtsekunden vor Pergas Inheritance. Yo. Ach, im System sogar? Ja, Ja, zwei Stück. das ist das Geile, finde ich, an Arapi, weil in Arapi hat man oft Glück, dass man auch lukrative Missionen im System findet. Ja, für 390.000 kannst du nicht meckern. Ja, für einen Planeten weiter, ne? Ist schon okay. Ja. Also, kommt alle vorbei und helft Delta Squad. Das lohnt sich. Oder wenn ihr nicht wollt, dann gibt ja noch genug andere Optionen hier. Nein, nein, gibt's nicht. Doch, doch. Nein, hier gibt's sonst keinen. Ich mach das auch offscreen, weiß ich. Off-air mache ich hier. Delta Squad lasse ich links liegen und sammle alle anderen Missionen auf. War so ein Drecksack. Ja, einfach Deswegen so hat auf die dem letzte Wahl auch so Horizont. lange gedauert, weil du uns bescheißt. Ja. Oh, der Winkel wird komisch. Ah, egal. Ziehen wir ein bisschen rum hier. Ich kann euch ja mal die Außenansicht geben. Ach, der Winkel geht. 45 Grad zur Oberfläche, gib ihm. Alles klar. Oh, mit der neuen Kamera kann man so geile Screenshots machen, ich sag dir das. Ja. Ich mache jetzt erstmal noch ein Robin paar. schmeißt sein Studium. Er wird jetzt Kameramann. Professioneller. Kameramensch. Gib mir alles. Und jetzt mal zornig. Full Speed. Was habe ich denn jetzt gedrückt hier? Oh je, der baut schon wieder mein Schiff auseinander. Free Camera. Oh! Was denn? Ach, ich habe gerade deine Triebwerke von innen gefilmt. Da sieht man nicht so viel. Ja, gut. Alpha Sierra. Boah, voll krass. Was denn? Ja, du ziehst so einen richtigen Schweif hinter dir her, wenn du boostest. Signal lost! Oh, Kacke, ich bin mit der Kameradrohne zu weit weggeflogen.
Ja, schön. Das ziehe ich dir von deinem Lohn ab, Robin. Ah, die kosten doch nichts, Mann. Aber okay, ja, dann kannst du es mir gerne abziehen. Nein, nicht auf 11, auf 12. Stopp. So. Warten Sie. Links. Ey, guck mal, ich kann jetzt voll die geile Einpackhilfe machen hier mit Außenkamera. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück. Keine Sorge, die paar Kratzer bei mir wieder aus. Noch ein Stück. Ja, zieh noch ein bisschen gerade. Die Nase hoch, Junge. Ja. Ach, guck, ein Traum. Ein Traum in Grau. Du kannst mich hier scannen, ich bin schon gelandet. Oh, butterweich. Guck ihn dir an. Das hat aber am vorderen Landefuß ein bisschen Funken gesprüht, aber das geht noch. Das waren Special Effects, ja. Ja, ja. Guck mal, bisher hast du mir nur Verlust gebracht. Ich musste gerade deine Munition bezahlen. Nee, ich hab die Kameradrohne ja noch wiedergeholt. Ja, aber die Munition, die du verschossen hast, Kollege. Ach so. Ja, ach komm, irgendwas ist ja immer. Rechts von uns ist ein Beluga gelandet. Ich flieg mal darüber. Oh, das ist ein Eichhörnchen. Oh, das ist ein Vogel. Oh. Die Kameradrohne ist voll geil. Du kannst damit mega weit wegfliegen vom Schiff auch. Denk dran, Robin, 19 Uhr gibt Abendessen, da musst du wieder hier sein. Alles klar. Oh, schade, mehr als 250 Meter darf ich nicht. Ja gut, ich komme wieder heim. Unfassbar. Hui. So, ich habe jetzt hier doch schon beide Missionen abgegeben. Frag mich nicht, wieso. Tja, du Meister. Ich werde wieder zu sehen, Kommandant. Landerlaubnis gewährt, waffenfreie Zone betreten. Ja. Gibt's hier ein Kampfgebiet? Nee. Es sind gerade Wahlen, soweit ich weiß. Hm. Aber kämpfen sollten wir auch besser außerhalb vom Delta Squad System machen. Da ist ja nur einer. Ja, hinterher gibt's Ärger. So. Oh, ich kann eigene Firegroups vergeben. Das ist auch geil. Hier, guck mal. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich mach den Chaff. Ach, geil. Also, Shield Cell Bank mache ich auf Q1 und Heatsink Launcher mache ich auf Q2 und Scharf mache ich auf Feuer 2. Ja, und die ganzen Waffen mache ich auf Feuer 1. Ja, cool. Ich kann mir hier mein eigenes Feuergruppen-Setup machen. Sehr cool. Das geht ja ab. So, und den Frameshift-Wake-Scanner mache ich in Feuergruppe 2. So. Tja. Yo! Wo? Das ist ja die Frage. Wo können wir denn hin? Um das mal zu testen, dass so klappt. Kann ich dir sagen? Nein, das war die Kamera. Verlasse er die Kamera. Danke. So, Galaxy Map. Und zwar können wir hier nach Iptera. Hm. IPTERA? Ja. Ich glaube, das gehört uns nicht. Oder haben wir das mittlerweile auch schon unter den Nagel gerissen? Nee. Iptera gehört uns nicht. Da können wir ausrasten gehen. Alles zusammenschießen. Alles klar. Oder Javas würde, glaube ich, auch gehen, wenn dir Iptera nicht gefällt.
Was ein bisschen weiter weg. Ja, nimm mal Iptera. Iptera ist gut. Landing Gear retracted. Oha, der fliegt schon los. Hör mal, ich muss nach vorne gucken beim Fliegen, sonst wird mir schlecht. Ach, passt. Wir springen gleich einfach direkt, da kriegst du gar nicht mit. Alles klar. Go, go! Was war los? Contact, was? Robin, was tust du? Ich bin im Fighter. Bist du geistig oder körperlich am Arsch? Ich spring gerade. Das ist kein Ding. Oh, Junge. Ich bin mitgesprungen. Alles klar, ich muss mir einen neuen Gunner suchen. Meiner ist gerade verpufft. Nein, du sitzt ja nicht drin, wenn du den Fighter steuerst. Das ist ja eher so wie ferngesteuertes Autofahren. Der Junge macht mich einfach fertig. So, ach, aber jetzt bin ich Fighter Pilot. Warte, ich muss mal wieder auf Gunner wechseln. So. Sollen wir mal eine Rohstoffabbaustandort fliegen und da mal einfach ein paar Piraten plätten? Ja, das ist gut. Lass das machen. Hohe Sicherheit, damit wir uns erstmal ein bisschen eingrooven können, oder geringe Sicherheit? Hohe Sicherheit. Okay. Aber nächste Folge. Nächste Folge? Oh. Jo. Bis dahin, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.